Hallo, weiter geht's mit einer Runde Tomb Raider. Wir sind hier im sowjetischen Lager. Mir hat das eine Outfit, was uns vor irgendwas schützt, hier was vergessen. War das bei Inventar? Ja. Ne, das war's nicht, aber wenn wir schon mal hier sind. Mehr Pfeile. Eine Tasche, wenn man 15 Leder hat, wenn man nur 2, können wir mehr Ressourcen sammeln. Da brauchen wir ein Zauberleder. Nochmal Zauberleder. Nochmal Zauberleder, insgesamt Leder. Wir müssen irgendwann mal Ja gegeben. Da rechts ist unsere Ausrüstung. Reduzierte Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Also wir regenerieren uns schneller. Sollte ja sinnvoll sein hier. Da gibt's Leder. So ein Zeitlupe-Modus für Pfeilschüsse wäre cool. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Okay, Kräuter haben wir genug. Das ist ja für Instant-Heilung, also wir können jetzt keine Heiltränke machen oder irgendwas. Nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Huah. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Einem Verbündeten zu helfen, ist anscheinend irgendwas Gutes. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Missionsbelohnung, ein Dietrich. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Zerstören Sie die Funktionen. Anzeige für optionale Missionen. Der Überlebensinstinkt kann auch den Objekte markieren, die für den Abschluss von Missionen entscheidend sind. 1, 2, 3, 4, 5 Funktürme zum Zerstören. Da braucht man wahrscheinlich einen Dietrich dafür. Ja. Das ist nichts. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert. Seiner Beschreibung nach haben die Sowjets eine Eisenbahnlinie direkt zum Berg gebaut. Ich
Munition. Hase. Eichhörnchen, das ist, glaube ich, noch schwieriger als ein Hase. Okay, aber hier gibt es viel zu jagen, das ist gut. Wir brauchen da viel Leder. Wir müssen erstmal alles abgrasen hier ein bisschen. Also von Kiste zu Kiste laufen und so. Wir haben vielleicht doch das falsche Outfit an. Müssen wir so Jäger-Outfit anziehen. Hoch will man doch. Ein Stoff, eine Münze. Federn voll. Keine Giftpfeile, sondern normale Pfeile. Jetzt können wir die Federn mitnehmen. Noch eine Kiste. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Hier. Das Outfit scheint eigentlich so das Wärmste zu sein. Wir waren Narren. Er erwähnt Ihr Geheimnis, was beschützen Sie in diesen Bergen? Noch ein Dietrich. Bisher laufe ich hier noch ohne Ziel rum. Weil es gibt ja an jeder Ecke irgendwas. Ist das eine gute Idee, uns mit dem Wolf anzulegen? Das sind zwei Stück, glaube ich. Der andere ist vor Schreck auch umgefallen. Federn brauchen wir nicht. Okay, wenn hier ein interessanter Ort ist, ist das das Grab vermutlich. Herausforderung ist dunkel, erforschen Sie die Höhle in der Sowjetanlage. Müssen mehr Informationen aus den Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Sei kreativ.
Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Hallo? Okay, so kommen wir wahrscheinlich auch zu unseren 15 Fällen. Das ist nix hier, oder? Da sehen wir nix. Hier geht's wieder raus. Achso, hier sind wir wieder am Anfang. Mir geht es hier einmal im Ring. Okay, aber ein Herausforderungsgrab mit zwei Wölfen drin. Jetzt sind wir wieder hier und hier geht's wieder raus. Vielleicht muss man hier auch erst mit Feuerpfeile hin. Also das Gestrüpp sieht so aus, als ob das irgendwie was. Als ob man was damit machen könnte. Wolf. Also so die gute Jäger sind wir noch nicht irgendwie. Ne, das war wahrscheinlich gar nicht die Höhle. Also jetzt gehen wir ein bisschen systematischer vor, jetzt gehen wir hier hin. Sehen wir nicht, aber der rechte leuchtende Punkt. Ein bisschen Holz nehmen wir damit. Holz haben wir genug. Zu dem Turm hier gehen wir jetzt. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. 1 von 5. Nee. Vogel brauchen wir nicht, dann kommt jetzt der ganz rechts.
Mache den Bogen hinterrum. Das stehe, dann erlöse ich dich. Ja. 25 Erfahrungspunkte gibt es auch hier. Zwei Fälle, ein Geweih. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Finden Sie den nahegelegenen Eingang, den da rechts eventuell. Ein Hase ist natürlich auch nicht so schlecht. Zwei von fünf Höhlen erforscht. Das Magnetit oder Magnesit oder was das ist, ist glaube ich für Explosionspfeile. Hier brauchen wir die, die Seilpfeile. Im Hauptmenü hat der Ausschau gemeint, wir sind schon 12% vom Spiel. Dann muss man wahrscheinlich vieles häufiger machen. Also eine alte Region nochmal zurück und sowas. Und die Hauptstoryline geht dann wahrscheinlich relativ schnell. Neues Basislager entdeckt. Gut. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin, aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit, für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Ich nehme mal die exotischen Tiere hier. Das Lager bietet sich immer an, um einen Break zu machen. Das haben wir gesagt, das ist zu teuer. Jetzt ist es gar nicht mehr so teuer. Jetzt haben wir 24. Wir machen es trotzdem nicht. Ein Pistole-Upgrade macht auch keinen Sinn. Wenn man das nur nicht kauft. Den verbesserten Nahkampfangriff. Also, wieder zurück zu exotische Tierressource mit etwas Glück. Und dann gehen wir in der nächsten Folge ein bisschen jagen und Gegend wieder abgrasen. Also, bis dann. Tschüss.